Okay, die Tür ist auf. Okay, die Tür ist auf. Ich lünkere hinein. Aber was machst du hier? Raus hier! Du darfst hier nicht rein! Rod, es tut mir leid. Ich... Volle Sound, ey. Aber was passiert hier? Raus hier, Michael! Du hast nichts gesehen, verstanden? Raus! Raus! Der feiert eine Party ohne mich hier. Entschuldige meinen Ausbruch, Michael. Ich hätte mich nicht so verhalten sollen. So bin ich sonst gar nicht. Aber diese neue Welt bringt das Schlechteste in allen von uns zum Vorschein. Es ist nur, dass ich es nicht ertrage, Colin so leiden zu sehen. Also solltest du dich zu deinem eigenen Besten von dem Raum fernhalten. Der ist ja nicht gerade groß fernhalten. Hier. Warum? Es macht keinen Sinn, es zu verbergen. Du wirst es ohnehin herausfinden. Colin ist sehr krank. Ja, was hat er denn? Die Behörden behaupten, seine Krankheit sei extrem ansteckend. Extrem ansteckend? Ist er ein Zerflossener? Bei allem, was heilig ist, ich lasse niemanden in meinem Heim dieses Wort benutzen. Ja, Colin hat sich mit dieser verdammten Krankheit angesteckt. Was soll das sein? Genau, das war meine Frage. Und was genau ist das für eine Krankheit? Minjung. Und was genau ist das für eine Krankheit? Weiß ich nicht, Michael. Das weiß niemand so richtig. Das wissen wir nur die Ärmel. Wir erfahren nur, was die Armee uns mitteilt. Ja, die Armee. Sie sagten, die Krankheit sei extrem ansteckend. Und es sei unsere Pflicht, die Kranken den Reinigungsbrigaden zu überstellen. Aber niemand, der im Krankenwagen mitgenommen wurde, ist je ins Lager zurückgekehrt. Niemand. Kötter ist unterwegs. Sie können Colin nicht mitnehmen lassen, verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Sie sagen, die Opfer seien alle zum Tode verurteilt, dass es keine Erlösung für sie gäbe. Sie sagen, dass am Ende ihres Leidensweges und ihrer Visionen nur der Tod auf sie wartet. Ich glaube, dass sogar die Armee vor ihnen Angst hat. Aber es passieren wirklich seltsame Dinge mit den Opfern, Michael. Dinge, die du vermutlich nicht glauben würdest. Was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind? Das würde ich jetzt ja auch gerne mal wissen. Was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind? Seltsame Dinge. Unerklärliche Dinge. Die Kranken verfallen in eine Trance und dann gehen sie an andere Orte, Michael. Toilette? Und dort bringen sie Informationen mit. Sie wissen Dinge. Sie reden mit Menschen, die nicht mehr bei uns weilen. So ergeht es uns nun schon seit Wochen. Was mit Colin passiert, wird immer und immer seltsamer und schwerer zu ertragen. Kontakte mit dem Jenseits. Mein Gott, seine Nerven müssen ja vor Müdigkeit und Stress vollkommen überreizt sein. Hey! Der sorgt sich um sein Kind. Aber wie hat Colin sich angesteckt? Wir wissen es nicht. Niemand weiß, wie die Krankheit verbreitet wird. Wir wissen nur, dass die Krankheit nach der Katastrophe das erste Mal auftrat und dass sie sich rasend schnell ausbreitet. Also hat die große Welle die Zerflossenen mit sich gebracht. Ja, aber benutzt dieses Wort nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Haus. Es ist so gemein und respektlos. Im Grunde wissen wir nur eines mit Sicherheit über diesen Wahnsinn. Die große Welle hat uns alles genommen und uns mit dieser Epidemie zurückgelassen. Es ist schrecklich, was mit Colin passiert. Wenn ich nur irgendetwas tun könnte. Nun ja, Michael, du kannst uns helfen. Ich bin sicher, dass es kein Zufall war, dass wir dich gefunden haben. Du musst uns helfen. Göttliche Fügung, natürlich. Wie auch immer. Aber du hast selbst gesagt, dass alle Opfer sterben. Wie kann ich da helfen? Nein, es ist nicht alles verloren. Es gibt Gerüchte im Lager über ein Heilmittel. Es scheint, als hätten die Opfer in der Stadt auf der anderen Seite des Zauns Zugang zu einem Medikament. Aber hier drinnen können wir es nicht bekommen. Und alle meine Kontakte nach draußen... Nun ja, lass uns einfach sagen, sie können nichts tun, um uns zu helfen. Und ich soll jetzt mir den Arsch aufreißen, um für deinen Sohn ein Heilmittel zu finden? Ich kenne ja niemanden, ich weiß nichts, ich habe keinen Plan und die werden mir wahrscheinlich den Arsch aufreißen. Ja klar, mache ich, natürlich.
In so einem Point-and-Click-Spiel macht man natürlich so Sachen. Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann? Ja, es heißt, es herzustellen dauert lange und wäre sehr teuer. Und deswegen bleibt es den Stadtbewohnern vorbehalten, die dafür bezahlen können. Bring uns das Medikament. Bitte, ich flehe dich an, Michael. Collins Zeit läuft ab. Geh doch selber. Die werden mich erschießen. Mann, sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen sehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Ha, ha, ha. Was kriege ich dafür als Gegenleistung? Ha, 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 ha. Gegenleistung? Ha, ha, ha. Ich will deine Frau. Vor 20 Jahren. Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen gesehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Ansteckung? Hast du Angst um dein Leben, Michael? Ohne unsere Hilfe wärst du jetzt tot. Tot! Vergiss das nicht! Darüber hinaus könnte ich dir im Gegenzug auch helfen. Ich könnte dir zurückgeben, was du verloren hast. Verstehst du das nicht? Mir wiedergeben, was ich verloren habe? Aber du kennst mich doch kaum, Rod. Ich weiß aber das Wichtigste, Michael. Ich weiß, dass du ein Gelöschter bist. Ja, aber Gelöschter? Ist denn da? Was zum Teufel soll das denn heißen? Ein Gelöschter ist jemand ohne Gedächtnis, der sich an nichts erinnern kann. Echt? Es scheint, als hätte die große Welle einen enormen neurologischen Einfluss auf manche Leute gehabt, Michael. Du bist nicht der Einzige. Also bin ich labil. Und auch nicht der schlimmste Fall. Es gibt auch Menschen, die nach der Explosion vergessen hatten, wie man redet oder geht. Einige verhungerten. Sie hatten vergessen, wie Essen aussieht, wie man es isst oder sogar, dass Essen lebensnotwendig ist. Du kannst dich glücklich schätzen. Du weißt wenigstens noch, wie du dich am Leben hältst. Das ist das Wichtigste. Der natürliche Erholungsprozess geht nur langsam voran. Er dauert Monate, wenn du dich überhaupt von alleine erholst. Hör mir zu, Michael. Ein Mann ohne Erinnerungen ist nur ein Schatten seiner selbst. Oder noch schlimmer, er ist ein Niemand. Ich habe da draußen immer noch Kontakte. Ich war ein ranghoher Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung. Ich könnte deinen Namen ausfindig machen, deine Daten in den öffentlichen Aufzeichnungen, deine Fingerabdrücke. Ich könnte dir dein Leben schnell zurückgeben, im Handumdrehen. Aber vorher musst du uns bitte helfen. Ich danke dir für deine Hilfe, Rod, und für alles, was ihr für mich getan habt. Aber... Hör mir zu, Michael. Wir wissen, dass unser Sohn möglicherweise dem Tod geweiht ist. Tatsächlich haben meine Frau und ich alles vorbereitet für den Fall, dass er uns verlässt. Unser Kind ist das Einzige, was uns an diese neue Welt bindet. Ohne ihn hat nichts mehr eine Bedeutung für uns. Solange es nur die geringste Chance gibt, ihn zu retten, sind wir bereit, alles zu tun, was nötig ist. Bitte, Michael, hilf uns. Bei allem, was heilig ist, hör ihn dir nur an. Er ist doch nur ein Kind. Rod, komm schnell her. Schnell! Bring uns das Medikament und wir helfen dir, dein Leben zurückzubekommen. Colin ist unsere einzige Hoffnung in dieser neuen Welt. Hilf uns, unsere Zukunft zu retten und wir geben dir deine Vergangenheit zurück. Ich verspreche es. Auf Wiedersehen, Michael. Nein, Rod. Warte! Ein Medikament holen? Hat er den Verstand verloren? Der Mann will das Leben seines Sohns in meine Hände legen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wer ich bin. Ich werde da draußen wahrscheinlich keine halbe Stunde überleben. Aber Rod hat recht. Ein Mann ohne Vergangenheit ist nicht mehr als ein Schatten. Er will mir dabei helfen, mein Leben zurückzubekommen. Meine Erinnerungen. Wenn ich antworten will, dann muss ich dieses Heilmittel besorgen. Ja gut, mein Gott, könnte wichtig sein. Aber was soll ich nochmal machen? Ich hab alles vergessen. Wie wär's, wenn du dir einfach einen Hammer nimmst, den Opa da draußen, einen über den Schädel brummst, dann hast du eine neue Identität. Aber da du deine alte willst, werden wir das jetzt hier weiterspielen. Na gut. Ich frag mich, wenn der Penner da draußen früher so einflussreich war und so viel Kohle hatte und so viele Kreditkarten, warum der jetzt seinem Dreck sitzt und seine eigene Pisse säuft. Nee. Ja, erstmal einen Schrank zumachen. Gibt's hier eigentlich noch Sachen, die ich mitnehmen könnte?
Habe ich da unten in den Ofen geguckt? Ich glaube, ich habe alles abgecheckt, oder? Das ungemachte Bett, das haben wir alles hier gehabt. Der Ofen ist leer und schmutzig. Da ist nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Ich glaube, ich bin hier fertig. Ich gehe mal raus. Warte mal. Was? Bevor ich gehe, sollte ich alles Wichtige, was ich herausfinde, in dieses Notizbuch schreiben. Das könnte hilfreich werden. Wie Rod gesagt hat, bin ich einer der Gelöschten, die die große Welle hinterlassen hat. Da ist der Deckel, den hat er weggeworfen. Autotür. Aber wieso hat er jetzt keine Schuhe an und immer noch diese komische graue Hose? Komisch. Ist das ein Grafikfehler? Na egal, weiß was ich. Wen juckt? Na Opa, wie geht's dir? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich werde dir alles beantworten, solange du von meinem Kram wegbleibst. Ja, Sufgob. Große Welle. Kannst du mir nochmal erklären, warum es bei der Schießerei ging? Erzähl mir das über Rod Atkinson. Okay, nee, mit dir okay, bin ich fertig. Ich gehe dann mal wieder. Viel Glück noch. Bleib nur ja von meinen Sachen weg. Boah, als Maul, Alter. Du gehst mir um den Sack in meinen Sachen weg. Hütten. Geh doch mal zu den Hütten. Eine Reihe von Hütten, die tapfer versucht, in einem Meer aus Matsch und Müll aufrecht zu stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, in einer davon zu leben. Du wirst bald die Erfahrung machen. Hütten. So, ich check jetzt mal Autotür, verlassenes Auto. Die halb zerlegten Reste eines Sportwagens. Sieht aus wie ein Sammlerstück. Das muss von der langen Zeit eine ziemliche Stange Geld gekostet haben. Tja, ich fürchte, jetzt ist das nur noch Schrott. Ja, gut. Gibt's das? Sanitär, leerer Platz? Der Boden auf dem Platz ist voller Müll, Schrott und Glasscherben. Hier habe ich meine erste Lehrstunde zur neuen Welt erhalten. Wenn du Probleme vermeiden willst, pass auf, wo du hintrittst. Und pass auf, mit wem du sprichst. Rotz Wohnanhänger, diese Tür, verlassenes Auto, Autotür, da geht's runter, brennende Tonne, den Einkaufswagen habe ich gecheckt. Der große Wohnwagen, in dem Rod kaum zu glauben, dass sich dieser schwere alte Koloss jemals auf der Straße bewegt hat. Ja, okay, wir gehen. Hier ist nichts mehr. Was gibt's hier? Bus! Verdammt! Was passiert mit mir? Alles verändert sich. Alles. Alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Tja, dann find's heraus. Schon auf den ersten Blick kann man sehen, wie absolut gottverlassen diese armen Menschen sind. In diesem Lager eingesperrt, gegen ihren Willen. Einsame Einwohner. Hallo. Hallo, mein Sohn. Möchtest du etwas näher an das Feuer heran? Danke. Das ist ein ziemlich abgelegener Teil des Lagers. Was machst du hier? Nun ja. Ich warte. Das ist alles. Ich warte einfach nur. Auf was wartest du denn? Du wartest und worauf genau wartest du? Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Sag mal, gibt es einen Weg aus dem Lager rauszukommen? Ich sollte mich auf den Weg machen. Du wartest. Und worauf genau wartest du? Auf nichts Besonderes. Das Übliche. Darauf, dass das Feuer ausgeht. Den Sonnenaufgang. Darauf, dass es wieder kalt wird. Ich warte darauf, dass sich etwas ändert. Oder dass alles so bleibt, wie es ist. Ich warte einfach nur. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Also wartest du auf den Tod. Okay, dann bleibt er sitzen. Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Ja, ich habe mal ein Zelt aufgestellt.
Sie haben mir eins zugeteilt, als ich mich dazu entschlossen habe, nach der großen Welle ins Lager zu ziehen. Einen Wohnwagen hätte ich nicht gekriegt. Die gingen an die Familien mit den besten Beziehungen. Du weißt, wie es ist. Selbst im Fegefeuer sind manche Leute gleicher als der Rest. Oh mein Gott, ey. Du hast gesagt, du hättest dich dafür entschieden, in das Lager zu ziehen? Heißt das, die Leute wurden nicht dazu gezwungen? Oh nein, natürlich nicht. Warum hätten sie uns zwingen sollen? Die Katastrophe hatte die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Wer sein Heim verloren hatte, wurde eingeladen, herzukommen. Im Grunde sollte es nur vorübergehend sein, bis die Regierung die Situation unter Kontrolle hätte und mit dem Wiederaufbau anfangen könnte. Wir hatten hier Essen, Wasser und einen Platz zum Schlafen. Aber jetzt ist es eher ein Lager für Gefangene als für Flüchtlinge. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich denke, etwas ging schief. Und die neuen Häuser, die sie versprochen hatten, wurden nie gebaut. Am Ende hat die Armee die Kontrolle über das Lager an sich gerissen. Das Essen ging zur Neige und das Wasser. Und damit das bisschen Lebensqualität, das wir noch hatten. Und niemand hat sich darum gekümmert, das wieder zu richten. Es war, als hätten unsere Leben einfach keine Bedeutung mehr. Ich verstehe. Mit der Zeit wurde die Lage hier richtig hässlich. Es gab Aufstände, Proteste. Und die Armee entschied sich, das Tor zum Lager zu schließen. Eines Tages hatten sie plötzlich beschlossen, dass niemand mehr kommen und gehen durfte. Naja, in Wahrheit war es noch möglich. Also das Reinkommen. Jetzt werden hier alle hingebracht, die in der Stadt im Weg sind oder bei denen sie nicht wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Also ist das hier jetzt so etwas wie ein Konzentrationslager? Richtig, mein Sohn. Das ist genau das, was es ist. Es ist bitter. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater uns vom Krieg in Europa erzählt hat. Von den Verfolgungen, den Deportationen, den vollgestopften Zügen. Das klang alles wie aus einem Gruselfilm. Aber sieh uns heute an. Ich schätze mal, manche Dinge ändern sich nie. Sie werden nur gerade eben lange genug unsichtbar, dass wir sie vergessen können. Und wo ist dein Zelt jetzt, guter Mann? Und wo ist dein Zelt jetzt? Es wurde mir vor einer Weile gestohlen. Die erzielen inzwischen einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt. Gestohlen? Aber wie könnte jemand... Du scheinst neu im Lager zu sein. Hab ich recht? So etwas passiert heute einfach. Man nimmt die Dinge am besten, wie sie kommen. Die Realität der neuen Welt ist simpel. Die Soldaten und Spitzel tun auf dieser Seite des Zauns, was immer sie wollen. Und der Jäger und seine Leute betreiben den Schwarzmarkt und die ganzen dreckigen Betrügereien. Du solltest dir das alles gut merken. Der Jäger. Ich habe ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber ich kenne ihn kaum. Ja, der Mann, der mich während der Schießerei beschützt hat. Er scheint ganz gute Beziehungen und einige Antworten zu haben. Könnte er etwas über das Heilmittel für die Zerflossenen wissen? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Du findest ihn in den Baracken hinten. Das ist sein, nennen wir es, Logistikzentrum. Der Jäger ist ein sehr gefährlicher Mann. In seiner Nähe und der seiner Männer solltest du Acht geben. Ich habe seinen Vater kennengelernt, als ich jung war. Er war ein gewalttätiger, heruntergekommener Hurensohn. Na, na, na. Von so einem sollte man sich lieber fernhalten. So solche Worte in deinem Mund, alter Mann. Und sein Sohn tritt in seine Fußstapfen. Lass uns über etwas anderes reden, sonst bringst du dich nachher noch um. Lass uns über etwas anderes reden.
Sag mal, gibt es einen Weg, aus dem Lager rauszukommen? Es tut mir leid, mein Sohn. Der einzige Weg aus dem Lager ist, jemanden Wichtigen zu kennen, der dir einen Gefallen schuldet. Oder ein Lagerspitzel zu werden. Diese verräterischen Mistkerle haben Pässe fürs Tor. Ich verstehe. Ich bin nicht überrascht, dass du aus diesem Drecksloch raus willst. Du hast da draußen zweifellos was zu erledigen oder jemanden zu finden. Es heißt, in der Stadt wäre die Lage besser. Dass es dort Ordnung gibt und dass die Dinge wieder anfangen zu funktionieren. Aber wer weiß schon, ob da was dran ist. Naja, immerhin haben sie Reverend Blake und den Trost des Suicide Park. Was? Selbstmordpark? Was? Suicide Park? Was ist das? Nichts. Nur ein Lied, das von der anderen Seite des Zauns manchmal ins Flüchtlingslager herüberdringt. Der Text geht ungefähr so. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen. Du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt. What? Ich bin mir sicher, du hast noch Hoffnungen und Träume. Ich fürchte, du bist zu jung, um das zu verstehen. Suicide Park. Wer ist Reverend Blake? Wer ist Reverend Blake? Er ist ein Prediger, der manchmal aus der Stadt kommt, um uns etwas Trost zu spenden. Einige lachen ihn aus, aber manche von uns glauben, er wäre ein Prophet. Du solltest ihn mal reden hören. Seine Worte reichen tief in deine Seele. Deswegen hat er so viele Anhänger im Lager und außerhalb. Wie heftig waren die Auswirkungen der großen Welle? Wie sieht es jenseits der Stadt aus? Um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht sagen. In den ersten Tagen war das Chaos so überwältigend, dass sich niemand Sorgen um etwas anderes als um sich selbst gemacht hat. Wir waren verwirrt, von der Welt abgeschnitten. Dann kam ich in das Lager. Und es dringen keine Nachrichten von der Außenwelt bis in dieses Gefängnis vor. Ich fürchte, du musst hier rauskommen, um diese Frage zu beantworten. Ja, das habe ich schon gestellt. Es wird langsam kalt, wirst dein Zelt, dein Wohnwagen. Also sollte mit dem Weg machen. Viel Spaß beim Warten. Viel Spaß beim Warten. Tja, ich sollte mich auf den Weg machen. Viel Spaß beim Warten. Ja, viel Spaß. Natürlich, und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause und werde mich später oder in der nächsten Folge dann mal, was ist das hier? In dieses gemauerte Gebäude gehen, in dem der Jäger ist und hier sein Logistikzentrum betreibt, denke ich mal. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.